Eins, zwei, drei, vier. Und da kommt der fünfte als so. Eins, zwei, drei, vier. Und der fünfte kommt hier als Quergang. Gut. Das heißt, da kommt eine Fackel hin. Spitzhacke. Und weiter geht's. Wir buddeln uns wieder eine ganze Weile hier durch. Jetzt wird's dunkel. Halt Fackel an die Wand. Ich hoffe, dass jetzt weniger in Höhlen treffen. Und damit ein bisschen mehr. Da muss man so an bekannte Höhlen treffen und damit ein bisschen mehr Rohstoff abgreifen könnten. So, Fackel. Also nochmal. Naja, gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ein noch. Problem, ich höre Schritte. Das auf Sand. Das ist ein Skelett, was ich glaube ich höre. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Fackel an die Wand. Mal schauen, wo das dieses Skelett hängt. Ich werde jetzt nicht direkt auf die Suche gehen, weil wir werden es wahrscheinlich sowieso irgendwann erwischen. Oder in die Höhle, wo es drin steht. Und perfekt getroffen. Yep. So. Die Ebene mache ich wieder zu. Weil das wird mir später als Gang dienen. Gut. Jetzt geht's in die andere Richtung. Jetzt ist es dunkel geworden. Da machen wir erstmal wieder eine Fackel hin. So. Da haben wir auch Kohle. Was wieder gut für uns ist. Können wir unsere Kohlevorräte aufstocken. Da ist auch Holz. Das heißt, wir sind im Minensystem drin. Aber trotzdem müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Erstmal weitermachen. Die machen wir mal weg. Dafür kommt da was hin. Ich will die Kohle haben. So. Hier kommt erstmal eine Fackel rein. Und buddeln weiter. Falls ich jetzt zu weit den Stichkanal jetzt hier mache oder diesen Stichweg, das spielt keine Rolle. Weil diese Achsen, wie man schon merkt, werden immer gleich bleiben. So, jetzt gucken wir mal. Eins, zwei, Fackel. 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 Schauen, wie viel wir auch schon haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das heißt, hier geht's wieder rein. Fackel, damit ihr auch was seht. So. Da ist Eisen. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. Fackel rein. So.
Wenn man halt diese Gänge als erstes wieder anlegt, hat man halt diesen Nachteil mit dem fallenden Kies. Naja, gut. Damit sind wir wieder am Ende. Genau drauf. Das ist schön. Dann machen wir uns hier erstmal unseren Weg wieder fertig. Aber wir wollen ja nicht abstürzen. So. Genau. Ich habe die Fackeln blöderweise auf die falsche Seite gesetzt. Aber das spielt keine Rolle. So. Damit haben wir den ersten Runde erledigt. Jetzt machen wir den Ausbau. In der Hoffnung, jetzt vernünftig Rohstoffe zu finden. Aber erstmal finden wir Kies. Und wieder eine Teilhöhle. Auch die Höhle wieder, genau. Da waren wir ja schon mal drin. So. Da ist Kohle. Da ist der Gang. Gut, Fackel rein. Fackel rein. Fackel rein. Jetzt nehmen wir die Kohle mit. Natürlich werden wir jetzt im Parallelgang keine Kohle mehr finden. Oder zumindest nicht mehr an dieser Stelle. Weil wir das ja schön aushöhlen jetzt an der Stelle. Oh. Guck mal, was da ist. Ah. Blöder Kies. Und den Kies nehmen wir auch wieder mit. Der ist unten, definitiv. Licht haben wir da drin genug. Und wir nehmen den nächsten. Achso, wir fangen von hinten an. Wo waren jetzt hinten? Da war hinten. Ne, geht nicht. Habe ich mir schlecht markiert. Muss man ja sagen. Also machen wir den ersten Gang erstmal hier wieder. So. Keine Lust abzustürzen. Und wie ich sehe, brauchen wir gleich wieder eine Spitzhacke. Aber das macht nichts. So. Zack, zack, zack. Fackel an die Wand. Ne, da nicht. Ist noch kein Quergang. Da erstmal hin. Das war unsere Spitzhacke. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal eine neue. Weil ich glaube, wir haben keine mehr. Sag ich doch. So. 12 wieder. Redstone. Da rein. Cobblestone. Füllen wir da erstmal auf. Das kommt da erstmal alles wieder rein. Den behalten wir bei uns. Die Kohle füllen wir da drin erstmal auf. Fuck, genau. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Jetzt können wir weitermachen. Ich weiß, es geht eine Menge Eisen drauf gerade. Aber wir sind auf Goldsuche. Da waren wir noch nicht fertig. Dann muss das halt sein. Der kann auch noch runterstürzen. Und damit sind wir am Ende.
Die kommt weg, die kommt dahin. Und den nächsten Gang, der kommt hier hin. Zack. Zack, zack, zack. So. Ja, wir werden auch das Holz da mitnehmen, was unten in der Mine ist. Also wir lassen nichts hier zurück. Außer halt diese Stege hier. Das ist das erste Mal, dass meine eigene Mine durch eine andere Mine geht. Also halt durch so eine natürliche Mine halt, die vom System erstellt wurde. Gut. Und den nächsten Gang, der kommt hier hin. Das müsste 3 sein hoch. Jetzt, genau. Gut. So, erstmal die Erde wieder mit. Jetzt den Cobblestone. So. Da kommt Fackel hin, die kommt weg, die ist da falsch. Und damit haben wir den Gang fertig. So. Zack. Dann geht's jetzt weiter. Wir machen hier weiter. So, 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 so. Genau. Erstmal den ganzen Kies wieder wegmachen. Dass der uns nicht aufs Köpfchen fällt. Wir müssten auch gleich durch sein. Jo, sind wir auch schon. So, hier noch eine Fackel hin. Dann ist das hell genug. Ja. Gut, viele Rohstoffe haben wir wieder mal nicht gefunden. Außer Kohle. Also werden wir doch wieder mal eine Höhlenerkundung machen müssen, um wieder Eisen einzusammeln. Aber eigentlich haben wir ja noch genug Eisen im Sammelraum von der Erntemaschine. Also werden wir uns ein bisschen an Bauprojekte wagen. Problem ist halt, um an diese ganzen Bauprojekte zu kommen, brauchen wir genug Gold. Weil, für Schienen. So. Da ist Erde. Machen wir erstmal die Erde wieder weg. Ja, ihr seht nichts. Gut. Oh, hier erstmal eine Fackel hin. Dann buddeln wir uns weiter durch. Da ist auch schon wieder der Gang. Ah, Fackel dahin. Das sollte reichen. Einen haben wir noch. So. Ja, Fackel, ich weiß. Wirklich nicht sehr viele Rohstoffe hier. Also gar nicht. So, Fackel nochmal hier hin. Mach halt da hin. Und damit ist der Gang zu Ende. So, hier ist der Hauptgang. Wie machen wir das jetzt am besten? Nee, das ist ganz schlecht, vor allem wenn ich woanders was machen will. Eigentlich müssten wir hier einen separaten Abgang bauen. Dann tun wir das auch. Da ist meine Fackel hin.
Machen wir erstmal so. Nochmal die Fackel da abreißen. Als Blockade hinsetzen. So. Dann machen wir das Ganze hier mit Hüpfeinlagen. Genau. Das ist so ziemlich dunkel da in dem Gang. Ich weiß nicht wieso. Da kommen erstmal Fackeln hin. Hat die wohl vergessen zu setzen. Na gut. Das war die Spitzhacke wieder mal. Gut. Dann gehen wir hier gleich quer. Vernünftig. Also hier ist irgendwo eine dunkle Höhle in der Gegend. Vielleicht finden wir die ja auch. Oh ja. Die Fackel kommt da weg. Höhle gefunden. Na gut, viel Höhle war es nicht, aber dafür war es Eisen. Noch irgendwas? Nein. Hier ist noch mehr Eisen. Kommt uns natürlich auch zugute. Da das aber wahrscheinlich im Stichkanal drin hängt, oder halt so im Minenschachtbereich. Hätten wir das so oder so gefunden. Jupp. Gut. Da ist das. Ne, das hätten wir nicht gefunden, weil da schon die Mine zu Ende ist. Also hätten wir es zumindest nicht so früh gefunden. Ich mache das Ganze jetzt mal absichtlich so. Dahin, die kommt weg, die kommt dahin. Ach ne, doch, war richtig. So. Das wäre doch ein ganz schöner Fall nach unten. Jetzt machen wir erstmal die andere Seite. Und dann geht's weiter. Da haben wir auch schon Minenschacht. Na gut. Machen wir das Ganze so. Falls wir also Holz brauchen, werden wir es ja abbauen. Gut, hier waren wir schon mal zumindest. Gut, jetzt geht es erstmal in die Richtung. Das wird natürlich interessant, wenn wir da irgendwelche Gänge legen müssen. Irgendwann mal. Gut, das Eisen holen wir gleich. Ich weiß, dass ich schon sehr lange jetzt hier unten aufnehme. Gut.
Also holen wir jetzt einmal. Aber muss halt mal sein. Da ist noch mehr Eisen. Da noch mehr. Gut, Fackel hin. Gut. Die Gänge gingen so, genau. Ich lege diese Gänge halt so versetzt einmal an. Also diese Gänge in diese Richtung und die anderen Gänge habe ich ja so angelegt. Um nicht halt ganz lange Gänge zu haben. Um auch ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Um auch zu erkennen, wo steht man jetzt überhaupt vernünftig. So, zack, zack, zack. Ach, da ist er. So, weiter geht's. Zack, zack. Da kommt eine Fackel hin. Fackel hin. Fackel hin. Da, rein, rein. Und den nächsten Gang. Auf jeden Fall wird das hier lustig. Zack. 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 Ja, genau. Gut. Fackel an die Wand. Fackel an die Wand. Und wir brauchen neue Fackeln. Ach so. Einen brauchen wir noch. 16 Stück. Und wieder 64 Fackeln. So. Jetzt wird's lustig. Die nächste müsste hier sein. Und dazu muss ich das so machen. Bisschen haben wir noch. So. Gut, hier wird jetzt keine Fackel hingesetzt. Und den Steg noch. Weil hier werde ich den jetzt nicht wegnehmen. Ja. Das war die Spitzhacke. Wir haben ja noch zwei. Wenn wir das jetzt hier soweit abgeschlossen haben. Abgeschlossen ist gut. Zumindest jetzt diese Ebene noch fertig haben. Nach diesem Gang. Werden wir weitermachen. Zumindest in der Oberfläche. Oder irgendein Tunnel. Mal gucken. So. Gut. Mal was essen. Cobblestone. Zack, 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 zack. Holz und Erde kommen mit. Lapis bleibt hier. Das geht da rein. 23 Eisen. 35, 1, 2, 3. Das geht durch 8, das ist gut. Das kommt da rein. Gut. Das war's hier unten. Gehen wir wieder nach oben. Was könnten wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen? Wir könnten ein bisschen an Wegen bauen. Mal schauen. Wege, Wege, Wege. Brauchen wir Kies für. Kies ist hier drin. Gut. Ja. So. Wird das dunkel oder wird das hell? Die Sonne geht gerade auf. Kein Creeper, kein Creeper.